gibt es einen Song von einer sympathischen jungen Frau, so wie ich heute feststellen durfte. Sie klingt sehr, sehr sympathisch. Ihre Musik auch. Sie hat sich schon zum dritten Mal beworben für den Radio Song Contest, auch wenn sie bisher noch nie mit im Finale dabei war. Wie wir gerade von dem Sänger Frankie Fox gehört haben, wie ein Virus ist das vielleicht auch für die Sunny Day Line Virus, jedes Jahr einen neuen Song einzureichen. Dass wir uns alle Songs anhören, die wir bekommen, kann ich garantieren, kann ich versprechen, denn mir ist heute noch ein Song im Ohr, den hatte die Sunny Dale vor ein, zwei Jahren schon einmal angereicht und ich habe den Song nicht vergessen, ich habe die Sunny auch nicht vergessen und darum freue ich mich, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Telefonisch hören wir jetzt erstmal rein in ihrem Song Für alle Zeit. Wenn du willst, dann reich mir deine Hand, wenn du's auch fühlst. Sag ja mit Herz und Verstand, bei dir kann ich ich sein, du stehst zu mir. Vertraut und beschützt sein, das wünsch ich mir. Streiten soll keiner Sieger sein, denn auch in dunklen Zeiten soll die Liebe uns befreien. Ich lieb dich, mein Schatz, und bist du bereit? Geh mit mir für heute und alle Zeit. Ich lieb dich, mein Schatz. Steinig sein und in Gefahr, lass ich dich niemals allein. Wir reisen zusammen, wie's uns gefällt. Entdecken einander wie eine neue Welt. Und fühlst du dich einsam? Ich bekomme Gänsehaut immer wieder, wenn ich diesen Song höre von Sunny Day. Ems Fechtewelle. Radio für das Emsland und die Grafschaft Bentheim. Hier ist die Ems Fechtewelle. Ems Fechtewelle. Hier ist das Starclub Magazin. Starclub Magazin auf der Ems Fechtewelle. Sie hat sich so oft beworben für den Radio Song Contest, habe ich gedacht, jetzt muss ich sie doch mal persönlich kennenlernen. Und ich freue mich sehr, dass sie mir zugeschaltet ist. Herzlich willkommen hier auf der Emsfechtewelle, Sunny Dale. Ja, hallo Ingo, ich freue mich auch, dass ich heute im Radio zu hören bin und ja, mit dir sprechen darf. Dankeschön. Ich bekomme Gänsehaut immer wieder, wenn ich den Song höre. Und so weißt du jetzt auch, dass ich mir alle Songs anhöre, die eingereicht werden für den Radio Song Contest. Und der eine oder andere Song schafft es sogar noch, 2013 im Gedächtnis zu bleiben. Ja, das ist schon mal ein großes Kompliment, dass er dir im Gedächtnis geblieben ist und natürlich auch, dass er Gänsehaut bei dir auslöst. Das ist eigentlich auch genau meine Intention natürlich bei dem Song. Den habe ich ja speziell für Hochzeiten geschrieben, also für Brautpaare, für ihren schönsten Tag. Und da möchte man natürlich auch, dass sie eine Gänsehaut bekommen und ja vielleicht sogar Tränen in den Augen haben, wenn sie diesen Song hören, den ich schon sehr oft live gesungen habe und live singen durfte.
Ehemänner, Brautmänner haben dann spontan zu dir ja gesagt. Ist gefährlich, also, was du da machst. Das ist ganz gefährlich. Also mein Mann hat auf jeden Fall ja zu mir gesagt. Auch ohne singen. Song, aber noch nicht. Ja, der hört jetzt natürlich auch zu Ingo. Viele Grüße an Mandel. Genau, ja, er heißt David Dale. Hallo David. Genau. Wo steckt er gerade? Im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer? Der ist im Wohnzimmer und hört zu. Viele Grüße ins Wohnzimmer. Jawohl, werde ich ausrichten. Da hat er jetzt natürlich auch gehört. Er kann stolz auf dich sein, auf so eine tolle Stimme. Hast du die Stimme seit Geburt an? Hast du sie trainiert? Hast du gelernt? Also meine Eltern haben mir tatsächlich im Alter von 5 Jahren ein Opernabo geschenkt. Von daher bin ich wirklich mit der Musik auch groß geworden, war damals schon im Kinderchor, im Kirchenchor. Mein Vater singt, seit ich ihn kenne, und meine Mutter hat auch eine schöne Stimme. Von daher bin ich schon mit der Musik groß geworden und ich selber habe einfach immer gern gesungen. Meine Eltern haben mich auch bei kleinen Festen nach vorne gerückt auf die Bühne sozusagen und da durfte ich das dann auch schon präsentieren. Von daher gehe ich auch wirklich gerne auf die Bühne und das ist auch wie eine Sucht. Also man möchte das einfach immer wieder haben, auch vor Publikum performen zu dürfen, ganz egal, ob das jetzt im ganz kleinen Kreis ist oder auch auf großen Konzerten, auf Stadtfesten oder in Sportarenen. Das ist echt interessant, die Sunny zu verfolgen. War das 2013, 2012, wo du dich zum ersten Mal beworben hast? Ich habe die Jahreszahl nicht mehr im Kopf. Mit diesem einfachen Piano-Song, sage ich mal so. Genau. Und dann für den nächsten Contest gab es dann einen Sommersong von dir. Und jetzt für den Song Contest 2014 bist du ins Studio gegangen und du hast einen richtig flotten Schlagersong aufgenommen. Also du hast dich praktisch musikalisch immer so ein Stückchen gesteigert. Ja, ich versuche natürlich schon auch mal voranzukommen und nicht immer das Gleiche zu schreiben. Natürlich liegt auf den Hochzeitssong so ein bisschen mein Hauptaugenmerk, weil ich dazu eigentlich auch sehr gerne gebucht werde. Aber ich hatte immer mal ein Gefühl, ich möchte mal was Tanzbares schreiben, also wozu die Leute auch einfach ein bisschen abgehen können. Und ich gehe ja nicht ins Studio, sondern ich mache die Songs wirklich komplett selber. Also von der Gesangsaufnahme über die Instrumentals dann bis zur Produktion, das passiert alles sozusagen bei mir im kleinen Kämmerlein, im winzigen Home-Studio, auch mit geringstem Equipment. Und das macht einfach unglaublich Spaß, sich dann die Rhythmen zusammen zu kamüsern und dann mühevoll mit meinem MIDI-Keyboard die Stimmen einzuspielen. Und so entstehen diese Songs. Und dann ist man auch stolz drauf, wenn man das wirklich so als komplettes Eigenprodukt dann herausbringen kann. Was sagen Freunde und Bekannte? Also die waren jetzt sehr verwundert über die Schlagerrichtung, weil die das eben auch noch nicht von mir kannten und sagen aber, auch wenn sie teilweise gar nicht so auf Schlager stehen, dass der Song offensichtlich gut zu mir passt. Also sie sagen, der bringt meine Stimme gut raus und der macht einfach gute Laune und eigentlich kriegt man immer positives Feedback von Freunden. Natürlich gibt es auch Kritiker, die dann mal sagen, Mensch, oh nö, das gefällt mir jetzt nicht so gut von dir. Und das finde ich auch wichtig, dass man auch gerade von Außenstehenden dann mal gesagt bekommt, vielleicht noch was anders machen. Und das nimmt man dann mit auf den Weg dann vielleicht für den nächsten Song. Genau. Und genau das ist das, was du gerade beschrieben hast, genau ist das ist es, was wir mit dem Radio Song Contest erreichen wollen. Hören wir mal rein, wie das funktioniert. So funktioniert der Radio Song Contest. Die Teilnehmer-Songs werden den Juroren zur Anhörung vorgestellt. Die Juroren vergeben dann Punkte. 10 Punkte von mir. 30 Punkte. 50 Punkte. Und nette Worte. Ihr habt einen sehr angenehmen, durchaus radiotauglichen Sound. Also ich habe den Song angemacht und dann kommt eine wunderschöne Akustikgitarre. Ein absolut geiler, kraftvoller Gitarrensound. Der Song mit der höchsten Punktzahl gewinnt den Radio Song Contest. Genau das ist der Radio Song Contest, das, was du gerade selbst mit eigenen Worten geschrieben hast. Wunderbar, da freue ich mich natürlich drauf. Hast du dich mal so ein bisschen informiert, was für Juroren mitwirken 2014? Gibt es da einen Juror, von dem du gerne mal ein Feedback bekommen möchtest? Oh, da gibt es jetzt eigentlich keinen speziellen. Ich finde die alle in ihrem Fach gut. Ich habe mir alle mal so ein bisschen angehört, was die selber so produzieren. Und das ist natürlich schon eine Messlatte. Und ich denke, das ist einfach immer toll, wenn man von Leuten, die wirklich das Gleiche machen, auch wenn das vielleicht
voranbringen und nie ein Rückschritt sein. Ich denke, als Musiker geht man ja auch wirklich immer nach vorne und denkt einfach an die neuen Projekte und neuen Sachen. Und wenn man da so ein bisschen was mit auf den Weg nehmen kann, dann denke ich, kann das nur positiv sein. Und darauf würde ich mich natürlich freuen, wenn ich die Chance hätte, ins Finale zu kommen. Du hast ja schon gesagt, dass das viele aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis sehr zufrieden sind mit deinen neuen Schlagersongs. Es gab aber auch schon mal die eine oder andere etwas kritische Stimme, hätte ich mal so fast gesagt. Wie gehst du denn mit sowas um? Ja, bist du traurig oder setzt du dich in dein Kämmerlein und hörst dir deinen Song an und überlegst dir, Mensch, das, was der jetzt gesagt hat, wie könnte das jetzt zutreffen oder so? Wie geht das bei dir ab? Also traurig bin ich ehrlich gesagt nie, weil ich denke, dass jeder tatsächlich seinen eigenen Geschmack hat. Da bin ich auch erstmal wirklich sehr tolerant. Und dann ist es aber so, dass ich eben, wie ich eben schon gesagt habe, denke, dass einen das eigentlich nur voranbringen kann, wenn es konstruktiv ist. Wenn natürlich jemand daherkommt und einen beleidigen möchte, dann nehme ich das auch einfach nicht so ernst, weil ich finde, dass das da nichts zu suchen hat. Das wird aber bei euch im Radio Song Contest nicht passieren. Aber mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, ich würde mit zu viel Luft oder mit zu viel Vibrato singen. Er würde sich vorstellen, dass ich ein bisschen mehr Stütze, ein bisschen mehr Kraft aufbringen sollte oder auch an der Atmung arbeiten sollte. Und dann nehme ich mir das zu Herzen und dann nehme ich mir einen Vocal Coach und sage ihm genau diese Sachen und versuche dann daran zu arbeiten. Ich bin ja kein Profi, sondern ich arbeite dann in dem Sinne semi-professionell. Ich habe ja noch einen anderen Beruf, aber ich nehme das schon sehr ernst, was ich tue und versuche auch immer, mich zu verbessern, weil ich auch sehr selbstkritisch bin. Mhm. Also wenn ich einen Song von mir höre oder aufgenommen habe und dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal höre, dann denke ich manchmal auch so, ach du lieber Himmel, da hättest du aber doch noch eine Schippe drauflegen können oder vielleicht noch was verändern können. Wer ist denn in Sachen Musik dann dein Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um kleine Details geht? Wenn du Fragen hast, an wen wendest du dich denn? Also erstmal spiele ich es natürlich immer meinem Mann vor. Der ist natürlich der Erste, der das hört und der ist so ein bisschen grummeliger Typ und auch sehr kritisch. Der würde mir schon sagen, wenn ihm was nicht gefällt und das würde ich dann auch annehmen und mir zu Herzen nehmen. Da weiß ich einfach auch, dass es ehrlich ist. Also das ist kein Mensch, der mich jetzt über einen grünen Klee loben würde. Ansonsten habe ich einen Freund, der mir im musikalischen Bereich immer sehr gerne hilft, das ist der Marco Hengen. Der ist selber Produzent und war lange Zeit bei der Band Marquess und macht jetzt auch noch viele eigene Sachen. Und der hat natürlich ein ganz großes musikalisches, fundiertes Wissen, das mir auch wirklich weiterhilft. Und dann habe ich zudem noch einen Vocal Coach, den ich immer mal konsultiere, wenn ich technisch weiterkommen möchte. Und der hilft mir auch immer konkret dann Dinge umzusetzen, an denen ich vielleicht arbeiten möchte. Also du hast deine Leute an der Hand. Jetzt mal eine Frage, deine Texte, wenn du textlich nicht weiterkommst, was machst du dann? Bevor du antwortest, Sani, gibt es gleich nach dir ein Interview mit dem Bestsellerautor Stefan M. Rother. Er hat viele Romane veröffentlicht und ich werde ihn gleich fragen, was kann man machen, wenn einem die Worte fehlen? Wie ist das bei dir, wenn dir die Worte fehlen? Was machst du dann? Also ganz ehrlich fehlen mir eigentlich nie die Worte. Ich bin eine absolute Quasselstrippe. Ich meine beim Schreiben, Songschreiben. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich das Gleiche. Also Songtexte fallen mir wirklich immer ganz schnell ein und auch sehr spontan. Also den ein oder anderen Song, zum Beispiel Es klingt nach Sonne, habe ich im Auto geschrieben, in Anführungsstrichen, da ist er mir eingefallen und dann bin ich ins Büro gefahren und habe während der Konferenz heimlich diesen Text aufgeschrieben und schon war es um ihn geschehen sozusagen. Und auch den Text von meinem Schlagersong, mein Seelenretter, das sind ja meine eigenen Gefühle und diese Gefühle, diese Worte dann in Musik umzusetzen, das ist für mich das Allerschönste und da bastelt man dann vielleicht noch, da fällt man noch an der einen oder anderen Stelle, aber das muss ich sagen, fällt mir eigentlich unglaublich leicht, da den Text zu formulieren. Dann bei der Melodie ist es ähnlich, aber der Text ist wirklich so auch das, was mir am Herzen liegt. Ich hoffe, das hört man auch raus, wenn man meine Songs hört. Auf jeden Fall. Du bist mein Seelenretter, so heißt der Song, mit dem hast du dich beworben für den Radiosong genau. 2014. Worum geht's da? Worum singst du? Also im Grunde genommen geht es wirklich darum, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Das war nämlich tatsächlich so, wie es auch in der ersten Strophe heißt, ich habe ihn gesehen, dann dachte ich, wie kann ich den denn mal kennenlernen? Und habe ihn einfach angelächelt. Ich denke, das ist auch eine meiner Stärken, mein Lächeln. Und das hat tatsächlich geklappt. Und er hat zurückgelächelt oder auch ein bisschen grummelig geguckt. Das ist ganz typisch für ihn.
nicht. Und dann hat er mir ganz klassisch seine Hand gegeben und seinen schönen englischen Namen gesagt, Dave Dale, mit so einem ganz sonoren Bass. Und ganz ehrlich, das war so ein Moment, der hat mir dann in die Augen geschaut und seinen Namen gesagt und da war es um mich geschehen. Und das ist das, was ich in diesem Song auch ausdrücke. Also damit hat er auch so ein bisschen meine Seele gerettet, weil man ja so, also wenn man schon etwas älter ist, nicht mehr so wirklich an die Liebe auf den ersten Blick glaubt oder vielleicht nicht glaubt, dass es einen treffen kann. Aber das ist wirklich mit meinem Mann Gott sei Dank der Fall gewesen und davon erzählt der Song ein bisschen, eben wie wir uns kennengelernt haben und dann so ein paar kleine Wortspiele darin, die ihn oder auch unsere Beziehung und Lieben beschreiben. Wie findet denn dein, jetzt zitiere ich dich mal, grummeliger Mann, dein Song? Also der hat ihn jetzt auch einigen Freunden vorgespielt und die sagen alle, bist du sicher, dass sie da über dich singt? In puncto Frauenversteher und Gefühleverdreher. Denkt er vielleicht selbstkritisch, das könnte er ja nicht sagen, aber tatsächlich ist es so, dass ich ja das Gefühl habe, dass er mich genau so annimmt, wie ich bin, mit allen meinen Ecken und Kanten und Verrücktheiten und auch damit, dass ich gerne auf die Bühne gehe und dann vielleicht das eine oder andere Wochenende auch mal nicht zu Hause bin. Und von daher ist er natürlich genau das, was ich da beschreibe. Und ich glaube, dass das freut ihn tief im Inneren natürlich schon und berührt ihn auch, dass ich ihn immer mal wieder in meinen Songs aufgreife oder auch zum Anlass nehme, schöne Texte zu schreiben. Das klingt sehr interessant. Und ist, na wirklich jetzt, stimmt. Wahrscheinlich ja. Ist er jetzt nicht mehr grummelig. Ich denke im Herzen nicht. Nein. Wir senden nochmal viele Grüße ins Wohnzimmer. Ja. Winken mal durchs Radio. Und jetzt schicken wir deinen Song auf Sendung Du bist mein Seelenretter. Mit diesem Song hat sich die Sunnydale beworben für den Radio Song Contest 2014. Ob sie es im Finale schafft, wissen wir im November. Bewerbungsschluss ist am 31. Oktober 2013. Sunny, es war toll, dich mal kennenzulernen. Ja, so kann man sich kennenlernen, auch durch den Radio Song Contest. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr und freue mich tierisch, mal meinen eigenen Song im Radio zu hören. Das ist großartig. Vielen Dank dafür. Dann soll der Mann jetzt mal schnell mitschneiden, ja? Denn jetzt geht's los. Sunnydale, du bist mein Seelenretter. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön, das wünsche ich dir auch und allen Hörern selbstverständlich auch. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, den lächle ich einfach mal an. Und ich wusste nicht, wie mir geschah, denn irgendwie kam ich bei dir an. Dein Name klang wie ein Gedicht, du hast mir tief in die Augen gesehen. Ein kleiner Moment von ganz großem Glück, es war Liebe auf den ersten Blick. Du bist mein Seelenretter, mein Herzensretter, mein Himmel erleuchtet der Stern. Du bist mein Frauenversteher, mein Gefühlevertreter. Ich hab dich einfach nur gern und ich kann es kaum glauben, dass du bei mir bist. Ich genieße jeden Tag, auch wenn du es schon weißt, sag ich dir immer wieder so gern, wie lieb ich dich hab. Auch wenn du schon weißt, sag ich dir immer wieder so gern, wie lieb ich dich hab. Frisch verliebt sind bei uns die Funken geflogen, ein Feuer war entfacht. Es brannte in uns und es wurde noch heißer in der ersten Nacht. Deine Küsse waren wie ein Versprechen, deine Haut so weich und warm. Ein kleiner Moment von ganz großem Glück, es war Liebe auf den ersten Blick. Du bist mein Seelenretter, mein Herzensretter, mein Himmel erleuchtender Stern. Du bist mein Frauenversteher, mein Gefühlevertreter. Ich hab dich einfach nur gern und ich kann es kaum glauben, dass du bei mir bist. Ich genieße jeden Tag. Auch wenn du es schon weißt, sag ich dir immer wieder so gern, wie lieb ich dich hab. Auch wenn du es schon weißt, sag ich dir immer wieder so gern, wie lieb ich dich hab.